Ich mache sehr viel Sport und ich habe auch schon in der Vergangenheit Probleme mit Eisenmangeln gehabt. Und ich finde es immer sehr wichtig, da up-to-date zu bleiben, dass man ungefähr weiß, wo man steht. Die Eisenwerte gerade, weil ich sehr unter dem Eisenmangel leide auch. Ich muss leider jede 3 Monate meine Eisenwerte messen, weil die sind sehr niedrig und ich bin sehr müde und muss das unter Kontrolle halten. Man hört immer wieder, dass Eisenwerte irgendwie eine Rolle spielen und deswegen habe ich es ganz spannend gefunden, das heute da gleich mal unkompliziert zu machen. Damit man eben anpassen kann, je nachdem, ob mit der Ernährung oder mit Supplemente, dass der Wert oben bleibt. Ich weiß, dass sehr, sehr wichtig auch für den Lauf ist, für den Sport. Und deswegen habe ich gedacht, heute ist ein guter Zeitpunkt dafür. Es ist super gelaufen, kurze Video anschauen, haben dann die Testbox bekommen. Es funktioniert mit der App, da wird es sehr gut erklärt. Es geht innerhalb von, ich glaube, das waren jetzt 5 Minuten, was das gebraucht hat. Ziemlich cool und einfach und ich habe jetzt meinen Report am Handy und habe quasi einen Anhaltspunkt, was ich machen sollte. Es war aber sehr angenehm, es war super schön erklärt, also sowohl die Beschriftung als auch die Videos haben es einem sehr einfach gemacht, durch den Prozess zu gehen. Es wäre sicher interessant, das auch dann zu wiederholen. Also ich habe jetzt einen Wert bekommen und es ist sicher ganz interessant, wenn man das dann nochmal wiederholen kann, einfach zu Hause und dann schauen kann, ob sich der Wert verändert. Ja. Also ich mache das gelegentlich, solche einfach so zu schauen, ob irgendwo Mängel herrschen. Also an sich wäre es ganz cool, wenn man das für sich zu Hause hätte. Wäre auf jeden Fall praktisch, dass man es halt öfter mal macht und dann nicht immer einen kompletten Blutstatus machen muss. Ja. Wenn ich wirklich regelmäßig das sowieso beim Arzt machen müsste, weil mein Wert so niedrig ist, dann wäre es natürlich einfacher, wenn ich das zu Hause selber machen könnte.